Hi ihr Lieben und willkommen zum allerletzten Tag in diesem Jahr. Ich weiß, viele denken, jetzt war das ein schönes Jahr. Ich denke, alle würden mir sagen, dass dieses Jahr ein beschissenes Jahr war. Ja, Grund Corona, dann alle Geschäfte, Events noch sogar. Ja, Mann. Ja. Auch noch sogar dieses Rammstein-Tour wurde auch sogar abgesagt jetzt und auch alle anderen Touren dieses Sängern. Ja, ich hätte mich so gefreut, so dieses Rammstein-Tour in der Bielefeld-Ecke. Aber jetzt wurde es nichts. Ja, heute zeige ich euch mein Jahresrückblick 2020. Ich werde euch später mal mein Fazit sagen. Wie ihr das Jahr, ob ihr es gut gefallen habt oder schlecht. Meiner Meinung nach ist für mich dieses Jahr halt das Schlechteste. Es hat einige Gründe. Und zwar auch ein bisschen problemlos mit meinen Po? Ja. Musste erst raussagen. Oh nein. Ihr versteht, was ich meine. Und das zu viel Zeit mit Videos und alles zur Bearbeitung und Rendung und Schnitt und Cutscenes. Da müssen wir jetzt darüber reden. Also, fangen wir mit Januar an. Januar war eigentlich ganz okay. Ich war ja nur langweilig. Ganz okay. Bisschen habe ich hier, ich denke, ein wenig bisschen Videos-Content gemacht, wie zum Beispiel wieder so mit Pokémon Heart Gold angefangen tatsächlich. Ja, ein Jahr. Nein, das war. Nee, Quatsch. Was rede ich da? Da habe ich ja angefangen. Da habe ich nichts angefangen. Auf jeden Fall. Was rede ich eigentlich? Ne, eigentlich war hier nur das einzige Video. Und zwar. Es war sogar zwei im Thema. Und zwar, dass jetzt halt. Das Iron-TV hier wegen mir jetzt alles verkauft haben tatsächlich jetzt auf alle Kanäle. Wir hatten jetzt entschieden, diese vor ein Jahr Geschichte, wo ich das denen erzählt habe wegen Transgender und so. Und da gab es hier Kriterien zwischen meinen vier Gruppenkanälen von den Teams. Die haben mich hier kritisiert und mich gehänselt und gesagt, nee, wir wollen dich nicht mehr arbeiten lassen und auch. Da habe ich ja auch mit denen nicht mehr so viel mehr zu tun. Und deswegen es ist leider so gekommen, dass wir entschieden haben, das IMTV hier zu verkaufen. Für alle Kanäle. Und es wurde entschieden.
Ja. Ansonsten war ein Video mit der Part 4 Hardcore. Da war irgendwas technisches Versagen ein wenig und da wundert es mich irgendwie ein bisschen. So, also vor allem war es ein bisschen seltsam, der ja noch gewesen. Also, es war okay. Ein paar Videos waren ganz gut zufrieden, fand ich, meiner Meinung. War nicht so strange, war noch ganz angenehm. Februar. Der Februar war ja nur ganz langweilig. Es war ja nur das eine mit der Wahlergebnis. Ihr wisst ja, der Wahlergebnis in Hamburg. Da habe ich gedacht, grün könnte es sein. Nein, aber es ist SPD. Ihr wisst, wieso ich mein Paar SPD-Parteien hasse. Ich will es nicht sagen, aber dieser hier, Bürgermeister, ist echt schlecht in Hamburg. Und wenn der will kein Straßenbahn ausbauen, ist das eigentlich zu glauben. Ich will nicht mehr weiter hier, weiter noch mehr diskutieren, sonst wird mein Video gesperrt. Auf jeden Fall nicht. März. März war Anfang das Corona bei China angekommen und hat viel Hefte, viel Beziehung und ein paar Tote gegeben. Bei uns war das schon Anfang angekommen, nur wenig, nicht viel. Viel war später dann erst gewesen, als das so richtig gebreitet hat. Ja. Es hat bei China so einfach ausgebreitet. Und da wurde jetzt halt so überlegt bei der E3 Event, ob man das hier absagt. Und wurde entschieden, die E3 abzusagen, weil ja, weil viele haben die Befürchtung, dieses Corona tötet uns alle. So wurde es so geschrieben. Corona tötet uns, wenn wir uns nicht alle Abstand und der Maske einhalten. Das war so die Sache. Und ich habe ein neues Let's Play gestartet. Ja. Und zwar Sims 4. Aber nur in Stream. Ich habe nur ein Part reingetan. Und ja, es war so ein bisschen angenehm war das schon wenigstens. Da hatte ich ja wenigstens ein bisschen mehr Leute in Angebot, mehr ein paar Zuschauer. Ansonsten, ich bin eigentlich mit YouTube immer noch zufrieden. Also, wieso ich nicht immer noch bei Twitch nicht immer noch nicht so gut angekommen bin? Ich weiß nicht, Leute. Aber nie. Ja, auf jeden Fall. März war noch ganz okay, bis der April kam und uns alle das Corona uns alle gebreitet haben. Wir konnten nicht leben. Also wir konnten nicht im Geschäft, wir konnten nicht in Restaurant, wir konnten nicht in der Veranstaltung, wir konnten nicht im Theater. Alles Mögliche können wir nicht mehr wegen Corona. Und so wurde das erste Lockdown ab April oder ich weiß nicht, April. Ja, April war das. April gekommen und wir mussten alle zu Hause bleiben und alle Kontaktsperren hier zu Hause vermieden. Es verletzt mich zwar ein bisschen, aber leider ist es so jetzt. Das ist halt die Corona-Pandemie. Man muss sehen, wie es ist. Man kann es nicht schnell alles rückgängig bringen. Kann man nicht. So, wie ist jetzt bei meinen Videos so? Komm. Eigentlich ganz recht gekommen. Ich hatte einfach nur nicht so viele Videos gebracht. Ich habe nur drei Videos nur und das war's. Mehr habe ich nicht gemacht, weil ich die Zeit wegen der ganzen Stress hier mit der Sache wegen Corona, dann noch hier zu Hause, was ich mehr machen sollte oder
Rechnung damit. Eigentlich hätte ich, wenn ich zu Hause mache, eigentlich hätte ich eigentlich sowieso, wie ich das mache, sondern sonstiges, da hätte ich viel machen bringen. Was mache ich? Nein, ich gucke irgendwelche Videos oder Säge. Ich bin so ein Glückspilz, ne? Dafür schäme ich mich gerade. Immer noch in dieses Jahr, dass ich mich überhaupt zu viel an die Säge gucke, anstatt nicht meine Videos und YouTube-Karriere zu machen und weiterzumachen. Ja, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr Bescheid, wieso ich eigentlich überhaupt keine Videos bringe. Ich schäme mich dafür. So, der Mai. Mai. Da habe ich das Thema wegen Welcome gesprochen, wegen der Sache, wegen dass überhaupt Nickelodeon mit NTV hier plus das, ich verstehe immer noch nicht heutzutage immer noch, warum schaut sich jeder noch Abend noch NTV plus an, wenn man noch NTV in Free TV noch ansehen kann, anstatt jetzt noch eine plus NTV drauf bei Nickelodeon zu sitzen mit ersetzen mit Nicknight. Ich finde, man hätte Nicknight nicht ersetzen können. Man hätte einfach behalten, so lang wie es ist, damit es ja nicht so enden lassen kann. Versteht ihr? Aber ich war in der Generation, wo ich einfach überhaupt überrascht. Also, ich hatte zwar nie viel Nicknight geguckt, hatte ich nie viel geguckt. Ich hatte nur mehrmals Viva geguckt. Da Viva ja 2018 ja komplett die Sendung Schluss gemacht hat, ja, war ich so ein bisschen irgendwie so traurig, weil Viva kann nicht einfach hier sterben. NTV gehört eigentlich zum Freund. Mein Name ist Heike. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen. Okay? Aber letztendlich hat Viacom selber versagt. Ja, auch Nick Jr. interessiert mich eigentlich jetzt nicht. Weil Nick Jr. eigentlich sowieso letztendlich so mit dem Programm mit Nickelodeon sowieso am Ende war. Aber im PTV war das noch ganz angenehm für Kleinkinder. Aber dass man jetzt in Deutschland jetzt nicht mehr schauen kann und nur bei Topolinern guckt, da fragt man sich wohl. Viacom hat eigentlich Tassen im Schrank. Aber nicht weiter. Aber ich will jetzt nicht weiter mit dieses Thema jetzt ausreden. Es ist, wie es ist. Ja. Und die Videos ging schon wieder ganz mit 3 Videos an. Nein, sogar mehr als 3. Da hatte ich anstatt Minecraft ein bisschen mehr Pokémon Hardcore Part gemacht. Die waren ganz angenehm. Vor allem wohl. Ja, noch ganz angenehm war. Ja. Und mein Geburtstag. Genau. Mein Geburtstag. Wie fand ich meinen Geburtstag? Ja, mein Geburtstag war so. Ja, wir konnten. Ja, ich konnte mit den Freunden hier halt ein bisschen kleine Party feiern halt, so zu Hause halt draußen kann man nicht mehr machen, da wegen Corona-Schränkungen so dürfen wir ja nicht viele Personen einladen oder sonstiges. Deswegen war jetzt bei meinem Geburtstag halt nur mit 4 Personen gefeiert halt, nicht viel. Da ich ja immer eine sockig bin, ein sockiger Partygänger bin. Ist es jetzt für mich dieses Jahr halt so lalala. Aber ganz gut. Noch. Angenehm für meine Mädels abends noch.
Geburtstag halt gemacht. Ja. Der Juni. Na, der war ganz noch eigentlich lalala. Eigentlich so ganz okay. Also, dass der Juli wieder uns wieder ein bisschen in Normalität wieder gebracht hat. Ansonsten nichts viel. Ich konnte wieder was in Beruf nehmen, wieder weitermachen und solche Praktikum und so. Alles konnte ich wieder. Und ja. Und der Juni? Naja, der Juni, ne? Mal halt viel, mal halt weniger. Also der Juni habe ich halt noch einen neuen Let's Play angefangen, und zwar der SpongeBob Schwankopf, der Film, und zwar auf der GameCube. Meine halt Kinderzeit. Ich und mein Bruder. Wir sind halt diese Kinderfreaks. Wir hatten damals einfach so viel PlayStation 2 gespielt und so viel. Eigentlich wollte ich sogar den Remaster von SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Nur das Ding ist, ja, mein Alligator will nicht mit mir aufnehmen. Mann, es fühlt mich scheiße an, dass ich hier diesen Alligator sowas habe. Ich brauche unbedingt so ein gutes Catcher-Card. Wieso ein Alligator? Catcher-Card heißt das. Nein, man redet Deutsch. Rede einfach Deutsch. Alter, würde die Fresse. Ja, es war auch ganz gut angenehm gewesen. War halt jetzt noch so die Videos noch gut gekommen. Da habe ich noch ein bisschen zweimal gehört. Dann der Juni. Der Juni war auch nicht so interessant. Der war ja einfach nur leer. Komplett. Deswegen. Ja, der Juli war langweilig. Ja, und der August. Der August habe ich nichts. Nichts gebracht. Gar nichts. Denn im September war es so, dass es ein kleines Missgeschehen passiert ist. Deswegen, ich wollte eigentlich unbedingt wieder springen. Nur das Ding ist, es war ein klein wenig was passiert. Und zwar muss ich jetzt was erzählen. Ihr kennt ja nicht meine Story, wo es schon, ich denke schon mal 2 Jahre so passiert ist. Da ist es irgendwie so passiert, dass mein Bro so eine Art Unterarme so hat. Liegt daran, dass ein wenig daran liegt, dass ich halt nicht meinen Po nicht rasiert habe. Und da war irgendwie der Grund, dass irgendwie ein kleiner Ding so unten so reingefesselt wurde. Sogar auch ganz in der Mitte sogar. Nicht nur oberhalb, sondern in der Mitte drauf. Und das ist zwar für die einen nicht hier, aber ja, da war es so, dass das Ding so gerissen ist, und ich musste mir hier einen Notarzt mir, das gezogen, es wurde gezogen, aber ich musste trotzdem im OP. Bei der ersten, tatsächlich allerersten Mal. Ich hatte kein OP niemals gehabt. Ich dachte immer, ich krieg jetzt wie mein Bruder so eine Zange, die man richtig rausziehen kann. Nur es würde mich für mich schmerzen, und ich weiß nicht, ob das gut wird. Das ist die Frage. Bei OP kann man als gut finden, weil es ist ein bisschen leichter, das als
greifen, anstatt das mit einem Messer, ein kleines Messer zu ziehen. Das ist keine Unangenehmheit. Und da ist es so gekommen, in SP wurde mit dieser Faden geknotet, anstatt das aufzumachen. Das aufkam später. Kam ja auch später, als es so passiert war. So. So. Und es ist sowieso da ich ja. Da ich ja. Moment, ich fällt gerade ein. Das ist auch sogar. Nein, wirklich, tatsächlich. Ne, kann ja nicht sein. Ein Java? Ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht, ob das zwei oder. Ne, zwei Jahre war das. So, das war ganz anders. Ein Jahr war es. Doch, das war wirklich in Januar passiert. Anfang Januar, tatsächlich. Ich glaube, Mitte sogar. Da war es passiert. Ja. Das habe ich ein bisschen. War ich verwirrt. Da war es tatsächlich im Januar passiert. Und ja. So ist es halt so gekommen halt. Und dann so am späten Februar wurde dann dieser Faden wieder. Wurde dann der Faden abgemacht. Und ich konnte halt. Und ich konnte halt wieder mich hier so gut sitzen, weil ich musste ständig meine Faden so heftig sitzen, wo das richtig mich Schmerz hat. Mich richtig hart Schmerz gemacht hat. Aber jetzt, ja, und später, ich bin so verzweifelt gegangen, ich war so geschockt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber zum zweiten Mal reißt das nochmal ab. Und das schon wieder, anstatt dass es eigentlich ganz gut vorhin geklappt hätte, falsch gedacht. Ich dachte, ja, das war so eine leichte Wahl von dieses Knie zum Betel. Aber ich musste trotzdem. Wenn und aber. Ja. So in dieser. Weil jetzt in dieser Zeit, jetzt in Corona. Tja. Jetzt ist es schwieriger, weil ja noch hast du nicht mehr. Ich konnte ja was essen, ja noch im Krankenhaus. Ist ja voll meinen Eltern bekommen. Aber. Jetzt müsst ihr wissen, wenn ihr in Krankenhaus mit euren Leuten besucht, dann müsst ihr 3 Tage erst warten. Da könnt ihr besuchen. Jetzt meint ich's. Ja, in Wahrheit, wirklich. Du musst 3 Tage erst mit deinen Besucherpatienten kommen. Anstatt früher. Wegen Corona-Bedingungen. Ist das so jetzt gekommen. Und ja, ich musste in OP schon sogar Anfang Oktober. Das war echt Schreck. Aber ich wollte eigentlich nicht. Aber ich musste. Und bei zweiten hat es ein bisschen, glaube ich, sogar geklappt jetzt. Denn es ist jetzt so gekommen, das wurde nicht einfach nochmal gemacht, es wurde aufgerissen, direkt noch in den Mund rein. Es ist noch schmerzhafter als das andere. Das ging ja, aber oh mein Gott. Ja, ja. Ja, Anfang Oktober. Ja. Und dabei musste ich einen Tag im Krankenhaus nur bleiben und dann kann ich hier schon zum zweiten nach Hause, was ich ein wenig bisschen falsch fand. Ich weiß nicht, was mich machen, ich und meine Eltern, wie wir das jetzt verbannen können, weil wir hatten keinen Plan. Deswegen mussten wir entweder einen Hautarzt oder einen Notruf.
hat uns ja diesmal nicht geholfen, das, was ich ein bisschen schade finde. Die hätten ein wenig bisschen uns mehr Potenzial genommen, aber das, so ein Notaufnahme ist ja nur für Notruf, die halt, wenn es was Ernstes hier verletzen oder solches geht, da verstehe ich die Verständnis. Nur deswegen, ja, bisschen uns noch gerettet, also bei mir, schon zumindest als ich, oh mein Gott, aber ich erkläre euch mal das Peinlichste dabei. Es ist ja nicht so, als es gerissen war, nein, es wurde, als ich einfach gesetzt war, so schief war, fängt das Ganze an, einfach alles zu bluten. Ich kann da auch nicht klären. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es ist genauso fast schon wie nur. Nur halt nicht viel. So, aber der Oktober. Silvester ging, aber Oktober war eigentlich ziemlich streng gewesen. Ich musste so viel Schmerz ertragen. Ich konnte nicht richtig sitzen. Ich musste mich entweder woanders liegen und alles Mögliche. Es war für mich der Oktober der schlechteste Monat wegen meinem kleinen Problemchen und ich war so traurig gewesen. Ich war so, und zum Beispiel, ich konnte nicht mal zur Arbeit rüber. Ich hatte eine kranke UA bekommen, um mich selbst noch zu heilen. Da das Ganze einfach bei mir so belastet jetzt ist. Erst Corona, dann mein Pro. Ich kann. Ich denke gar nicht, wie das passiert ist. Das ist einfach nur. Das ist einfach schön für mich gewesen. Aber darüber habe ich wenigstens wieder ein bisschen Videos gemacht. Das war das Einzige, was ich noch gemacht habe. Ansonsten der November. Wurde dann wieder der Po wieder so ein bisschen besser geworden. Ich konnte wieder ein bisschen wieder was machen können und alles Mögliche. Ich war auch in den Tag in November, ich glaube Ende Oktober oder November, erst zurück bei meiner Arbeit gewesen. Ja. Ja, November war ja nur ein Video. Ja, ein Video nur. Sogar am Ende. Bevor Weihnachten kam. Und ja. Dezember war wieder dieses Corona wieder hochgesteigt. Aber diesmal jetzt die Zunzeit wurde zurück, zwar gesteigt, aber die Todeswelle wurde so viel gesteigt, dass trotz nichts viel zu retten konnte bei Knicks und solches. Das ist ein bisschen furchtbar für ältere Leute. Aber das ist das Schicksal. Das ist die Pandemie. So sind wir halt. So leben wir leider in diesem Welt, in dieser einen einzigen Coronavirus-Pandemie. Und der Weihnachten. Zwar haben wir in der Weihnachten bisschen nur Familie gefeiert, also wir hatten jetzt tatsächlich doch nicht mit Oma und Opa, weil das war hier wegen Risikogebiete, darf ich jetzt nicht mal meine Großeltern hier nicht anstecken und solches, weil jeder weiß, solche Risikogebieten, die eine Alters von 50 bis 70, das ist ein heftiges Risikogebiet, in älteren, jüngeren 20 oder weiß ich, haben die nicht solche Probleme damit mit Corona. Nicht so viele. Vielleicht halt für Krankheit vielleicht. Bisschen, aber sonst nix. Ja. Dieses Jahr war einfach für mich das schlechteste Jahr gewesen. Und eine für mich einfach bisschen mit meinen Videos einfach so ein bisschen schwach geworden.
Ich hätte dieses Jahr einfach mal besser machen müssen. Und ich habe auch sogar dieses Jahr auch kein Weihnachtsspecial gemacht. Da ich merke, dass bei Weihnachtsspecial würde ich zu viel Zeit verschwenden. Und dann, wenn wieder nichts geht oder sonstiges, dann ja, stresst mich das immer ein bisschen. Und ich will ein bisschen, dass es alles klappt. Aber irgendwie, in letzter Zeit denke ich irgendwie, entweder verschwindet mein PC oder sonstiges. Aber es liegt ein wenig daran, dass mein PC sehr lange mit mir begleitet. Und ich denke, es ist an der Zeit vielleicht 2021 oder 2022, vielleicht noch 2 Jahre, den PC vielleicht mal zu wechseln. Komplett, vielleicht den Rechner sogar. Also der Bildschirm bleibt ja. Nur der Rechner muss irgendwie gewechselt werden, der Rechner, guck mal wie der ist. So nervig bist du. Nervig bist du. Ja. So. Was wird jetzt in der neuen Jahr 2018 bei mir kommen? Ich verrate euch schon das erste Mal. Das erste wisst ihr schon. Das, was ich auf Twitter geschrieben habe. Und zwar geht's um die alten Klassiker, die wir damals auf der DVD hier gebrennt haben und viele Videos hier auf der DVD reingetan haben und noch einige DVDs, die nicht gebrannt wurde oder nicht veröffentlicht wurde, die haben wir noch so 2 Videos jetzt einfach in Original und Remastered jetzt einfach, jetzt habe ich es gemacht, so sogar auf meinen Chill-Kanal XXSarah78. Schaut mal rein. Wird euch ein bisschen strange vorkommen. Weil das ist das Original von damals 2012-2013. Was ich und mein Bruder 2013 einfach Blödsinn gemacht haben. Wir haben einfach mal solche Videos reingetan, wo einfach solche Beleidigungen und Schimpfwörter und solche geht. Ja, für einige nicht für Kinder geeignet, nur für 18. Ich werde eine Altersbeschränkung nur ab 18 bringen, weil das ist nicht für Kinder geeignet. Noch zur Info. Ja, dann noch passieren auf meinem Kanal. Dass ich ein bisschen ändere mein Content und so, alles so mögliche. Ich werde ein wenig mehr Content bringen, so ein bisschen medienhaftliches. So wie Q&A, Feuerhauer, Storytime, Sammlung und Ruhetour. Ja, ich werde vielleicht, glaube ich, Sammelgegenstände von meinen Sachen zeigen und Roomtour ein bisschen die ganze Umgebung zeigen, wie es jetzt so war, weil damals habe ich euch mal gezeigt, einmal Roomtour, das war in meinem kleinen Zimmer und das war schon ein bisschen strange. Aber ich zeige euch jetzt mein aktuellen Zimmer, damit ihr mehr wisst von mir. Und Storytime, dass ich euch ein bisschen erzähle, ein bisschen was passiert, was bei mir in meinem Privat ein bisschen passiert, was hier irgendwie in andere Richtung geht, so ein bisschen, was halt so in meinem Leben so ein bisschen passiert hat, sagen wir so. So erzähle ich Storytime. Ob ich eine Beziehung bekomme oder halt irgendwas Problem mit meinem Po oder sonstiges, alles mögliche, werde ich alles in der Storytime euch. Alles, jetzt nicht komplett alles, weil die Hälfte Privatsphäre würde ich ein bisschen aushalten lassen. Ein bisschen. Der Rest verrate ich euch viel. Für heute zeige ich euch viel Klamotten und Sachen, die ich so gerne so ein bisschen trage oder auch manchmal weniger oder selten oder gar nicht. Und Q&A. Ja, ihr kennt ja das. Ich hatte mal ja das. Und das war ja das. Ja, das kann ich mich noch ganz, ganz stark erinnern.
da war das doch mit. Moment. Na, Mist. Na gut. Stimmt ja. Obwohl, Moment, mir fällt gerade ein. Ich hab vergessen, ich hatte meinen Videokanal damals doch das mit dieser. Schick mir Twitter-Fragen auf. So gegeben. Ich weiß nicht, wie das nochmal heißt. Ich glaube, das war. It's Younger fragt, war die Hashtag Twitter. Mir halt Fragen, Antworten mir gegeben. Hier mache ich jetzt so ein Q&A, dass ich halt eure Fragen in Instagram und in Twitter und auch sogar auch in vielleicht nicht in TikTok, aber ich glaube in YouTube auch euer Kommentar auch, also halt alle drei, die ich euch fragen gut und Antworten stellen kann. Das ist so mein Plan 2021, was ich ein bisschen mehr kontiere als weniger. Und da zeige ich auch mein Face. Ist mir egal, was ihr mir sagt. Ob ich hässlich aussehe oder nicht. Diesmal mache ich es aber ein bisschen besser. Okay, damals sah ich wirklich scheiße aus. Dann gehe ich ein bisschen nach rechts. Mit meinem schlechten Make-up und so. Wird es ein bisschen besser. Da ich ja von Transgender ein bisschen mehr jetzt Erfahrung habe, wie ich mich hier beim Mission viel mehr gefühlt habe jetzt. Ich konnte Make-up ganz gut hinkriegen, ich konnte Kleidung ein bisschen mal an und dann gut tragen, gut passen für Darmkleidung und alles wirklich und Tierlieben und so alles. Spazieren mag ich so genug und alles. Und Shopping bin ich immer so süchtig. Ja. So bin ich. Das Neuling hier. Ich bin so das neuliches Mädel. Mädeltrans. Okay, Mädeltrans Glück. Aber ja, ihr wisst, was ihr genau mir meint. Ja. Oh, das war's eigentlich schon mein Video. Ich hoffe, dass ihr immerhin. Ich hoffe, dass wir ein gutes Jahr 2021, ein besseres wieder Leben bekommen, wieder gute Seiten. Und dass wir vielleicht wieder. Vielleicht überlege ich, ob ich vielleicht Twitch wieder bringen lasse. Ich weiß nicht. Ich muss überlegen, was ich mache. Das ist die Sache. Auf jeden Fall. Hoffe ich einfach, dass 2021 ein besseres Jahr wird. Wie jetzt. Dieses Jahr war für mich einfach nicht. Ja. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dass wir kleine Jahre-Review und wie das hier passiert ist, wenn das eigentlich bei mir. Schreibt jetzt in die Kommentare und schreibt in die Kommentare, wie euer Jahr so war. Ob euch gut oder schlecht wegen jetzt ein Corona. Na gut, aber Corona muss man jetzt nicht so streiten. Corona hat uns sehr gut verändert. Er hat mich ein wenig bisschen mehr Lebenszeit geleistet. Das fand ich immer gut. Da kannst du zu Hause zwar viel machen, na gut, draußen nicht. Das ist klar. Aber ja. Und Social Media und alles Mögliche reinspammen. Bis der Knall kommt. Ja. Ich wünsche euch ein frohes, rutschiges, gutes neues Jahr. Wir sehen uns in der Neujahr wieder. Bis dann. Tschüss.